So, herzlich willkommen zu Python 2 versus Python 3. Mein Name ist Gerald und ich bin doch schon einige Jahre dabei hier bei den Linux-Tagen. Ich habe da vorher das Organisationsteam gelobt, weil so krass wie hier organisiert habe ich es bei keiner Konferenz noch erlebt und auch schon einige gesehen. Python 2 versus 3 setzt natürlich voraus, dass man von Python 2 ein bisschen was vielleicht zumindest gehört hat oder von Python 3, wenn man von Python noch nie was gehört hat, dann wird es vielleicht ein bisschen fad. Drei grobe Inhalte gibt es. Der eine ist, welches Python soll ich verwenden für neue Projekte? Der zweite ist, was sind die Unterschiede? Und der dritte ist, wie portiere ich ein Programm von Python 2 nach Python 3? Die Gegenrichtung ist recht analog, wird halt seltener gebraucht. Gut. Typischerweise, jedes Jahr, wenn ich hier vortrage, bin ich ziemlich müde, weil die Präsentation meist über Nacht noch entsteht. Ist ein Organisationsproblem von mir selbst. Aber man muss in Österreich immer einen Schuldigen finden. Und heuer beschuldige ich eine junge Dame, 26, heißt Amelie, und die lässt mich nicht schlafen. Und das bringt natürlich euch weniger, aber ich habe ein Foto mitgebracht als Entschädigung. Das ist sie. Und sie meint, dass ich nicht schlafen soll, deswegen bin ich ein bisschen müde. Das tut mir leid. Gut. 26 Tage natürlich. So. Also, wir beginnen eben mit der Frage, was man verwenden soll. Ist natürlich immer ein bisschen relativ zu sehen. Gehen weiter zu den Unterschieden. Die Unterschiede sind in meinen Augen recht fad. Das habe ich in der Präsentation und damit in den Unterlagen einen guten Link zu einer sehr, sehr guten Referenz. Die kann man sich dann in Ruhe anschauen und der Fokus liegt auf das Portieren. Das Portieren mache ich live und habe extra eine Maschine verwendet, auf der dieses Programm noch nie portiert wurde. Ich habe es von anderen gestern zweimal portiert zum Anschauen, aber hier werden wir dann sozusagen wirklich alle Probleme mit Abhängigkeiten, nicht installierten Paketen, mit Unicode-Strings und sehen. Gut. Nummer 1, welche Version soll ich verwenden? Grundsätzlich sagt man natürlich, es hängt davon ab, aber schauen wir uns ein bisschen was an. Die Kurzversion von der Python-Seite selbst ist Python 2 Status Quo und Python 3 ist Jetzt und Zukunft. Also die sagen, relativ starker Hint Python 3. Ich habe bis vor nicht allzu langer Zeit eher in Python 2 geschrieben, weil Python 3 heißt ja eigentlich Python 3000 und der Term war mir zu marketinglastig, haben wir gedacht, Python 3000 kann ich verwenden, mittlerweile sagt man Python 3, da geht es auch für mich. So, es gibt keine weiteren Releases für Python 2. Python 2.7 ist fertig, Sicherheitsupdates kommen noch, aber richtige große Updates, neue Features, Standard Library Erweiterungen gibt es dann nicht mehr. Gut. Python ist sehr, sehr intuitiv, gefällt mir deswegen auch besser als eigentlich alle anderen Sprachen. Aber auch Python hat seine Dusty Corners und seine Dinge, wo man sich denkt, what the fuck? Da sind einige in Python 3 sehr, sehr schön bereinigt worden. Gefällt auch gut. Also es gibt weniger Sondersituationen, Ausnahmesituationen und unintuitive Situationen. Standard Library Erweiterungen, Beispiele kommen dann noch, gibt es eben auch nur mehr für Python 3. Und einige neue Features. Ich blende sie einmal kurz her. Was haben wir da? Unicode ist das Feature Nummer 1. Und Unicode, das heißt jeder String in Python ist Unicode, ist das, was am meisten Kopfweh geben wird beim Portieren. Wenn man es einmal dann machen darf. Und dann gibt es einige weitere. Aus Zeitgründen werde ich es einmal kurz überspringen. Ich dachte, Byte ist das Problem. Byte String versus Unicode ist genau das Problem. Also alles, was in Python 2 ein normaler String war, war ein Byte-String. Und das ist in Python 3 jetzt als Byte-Array bekannt. In Python 2 war es sehr freundlich, wenn ich einen Unicode-String und einen Python-Byte-Array kombiniert habe, hat das meistens ohne weiteres funktioniert, versus Python 3 crasht und sagt, das ist nicht okay. Das ist grundsätzlich eigentlich eine gute Sache, weil man damit relativ sauber programmiert und verstehen muss, was man eigentlich tut. Es gibt aber auch Probleme, das heißt, man soll und kann nicht nur ein Fanboy sein. Viele externe Bibliotheken funktionieren einstweilen nur mit Python 2. Das Problem gab es natürlich am Anfang ganz, ganz stark, da gab es alles nur mehr für Python 2. Dann mit der Zeit Python 3.1 gab es mehr, Python 3.2 gab es noch mehr. Mittlerweile bei Python 3.3 ist der Support schon recht gut, aber es gibt noch immer Bibliotheken, die sind sehr, sehr schwer portierbar und deswegen noch nicht so weit. Das nächste ist, Bibliotheken, wenn man sich anschaut, die vielleicht schon portiert sind, haben wiederum Extensions. Wer kennt Django? Okay. Django hat ja sehr viele Apps. Und diese Apps zu nutzen ist praktisch und nicht alle Apps, weil Django jetzt für Python 3 zur Verfügung steht, sind nicht alle Apps für Python 3 zur Verfügung. Das heißt, da haben wir sozusagen dann indirekt noch eine Abhängigkeit. Das nächste ist, wenn ich für mich selbst programmiere oder für meine eigenen Systeme,
kein Problem, nämlich Python 3. Wenn ich allerdings Software verkaufen will oder Software für fremde Systeme, die ich nicht kontrolliere, herstelle, und auf diesen Systemen gibt es kein Python 3 oder es gibt nur ein Python 3.0 und kein Python 3.3, dann tue ich mir eher schwer und sollte vielleicht einstweilen noch mit Python 2 schreiben. Und wenn ich alternative Implementierungen brauche, Jython oder IronPython oder PyPy, da ist der Python 3 Support auch noch nicht ganz so weit. Also in diesen Umständen ist es weniger günstig. Schauen wir mal weiter. Wie schaut es jetzt aus mit Bibliotheken? Not available, ich habe ein bisschen gesucht nach großen Bibliotheken. Es sind recht wenige, die überhaupt nicht available sind. Eine davon ist G-Event. Wer verwendet das? Einer? Immerhin, ich gestehe, ich habe gestern zum ersten Mal bei der Suche davon gehört. G-Event ist relativ weit weg von der Portierung. Die arbeiten auch noch nicht daran. Noch nicht portiert, aber... Ja, obsolet, weil das soll hier reinkommen, so was Asynchrones und ja, sicher, nur noch heute ist es schwierig. Ich sage nur, der Weg ist eigentlich ja relativ klar, weil über kurz oder lang wird es Python 3 für fast alles werden. Currently ported. Pakete, die noch nicht portiert sind, aber derzeit am Portieren sind. Da haben wir zum Beispiel Twisted. Twisted hat eine eigene Seite, die sind schon relativ weit. Ich muss ein bisschen größer machen hier. Die haben eine Liste. Wie bitte? Das ist der Development. 3.3, Entschuldigung, 3.4 ist die Development. Und die haben eine Liste von Issues und da sind relativ viele schon durchgestrichen. Die sind am Arbeiten, das kommt. Python Imaging Library, wie schaut es mit der aus? Die ist noch überhaupt nicht auf Python 3, sie arbeiten offiziell dran, man weiß aber nicht, wie weit sie sind. Nur gibt es einen relativ großen Druck, weil es gibt bereits 2 Community Boards auf Python 3. Das heißt, wenn die Python Imaging Library nicht sich anstrengt, wird es anders ausschauen. Das ist jetzt nur Stack Overflow rausgezogen. Wer fragt, was macht man in Python 3, wenn man die Build braucht? Und die Antwort ist, es gibt diese Community Boards. Also man kann schon was verwenden. Gut, es gibt natürlich auch weitere Pakete. Es gibt eine Seite, Python 3 Porting Status. Diese Seite kann man sich anschauen, wenn man zum Beispiel schon ein Programm hat und wissen will, kann man das portieren. Da kann man schauen, welche Pakete schon vorhanden sind. Die Mehrzahl der wichtigen, häufig verwendeten Pakete ist aber sehr gut schon portiert. Schauen wir uns die Available Libraries an. Es sind über 600 Libraries. Es gibt eine Liste von Current Support, damit man einen Überblick hat und auf Python, auf dem Python Package Index wird das auch sehr aktiv promoted. Klicken wir mal kurz drauf. So, hier haben wir es direkt auf der Titelseite, ein Python 3 Package Filter und die Liste ist recht lang, das dauert sicher Zeit dann zum Laden. Da kann man mal scrollen und scrollen, da kann man dann natürlich auch manuell schauen. Es gibt mittlerweile, wann Pakete wichtiger sind, sogar Financial Grants für das Portieren. Das heißt, wenn es jemanden interessiert, man braucht gerade Geld, hat ein bisschen Zeit im Sommer, dann kann man darum ansuchen. Es gibt von der Python Software Foundation sogar einen Mitarbeiter, der hilft beim Grants erstellen, also beim Antrag erstellen für finanzielle Förderungen. Gut, was habe ich da ganz oben geschrieben? Cython ist alphabetisch sortiert. Cython ist eine dieser alternativen Implementierungen. Damit kann man C-Libraries erstellen lassen, automatisch von einer Art Python-Code, von einem Superset von Python. Und Cython ist seit Version, ich glaube, 1.6 Python 3 kompatibel. GUI-Interfaces, also grafische Benutzeroberflächen, DKInter wird direkt mitgeliefert. Für KDE-Leute, PyQt4, funktioniert ziemlich seit Tag 1. PySide, PyGObject, das PyGObject löst im Wesentlichen PyGDK ab. Gibt es also auch schon recht viel. Matplotlib für Grafiken, also man merkt vielleicht, dass ich von der Uni angestellt bin, da braucht man Scientific Packages. Matplotlib gibt es seit Version 1.2, ist mit Ubuntu Roaring bereits in Package Manager zu installieren, sonst davor müsste man es mit Pip sich holen. Nose fürs Testen ist auch Python 3. Oder eigentlich sagen vielleicht, dass man das NumPy und SciPy irgendwo braucht. NumPy und SciPy sind auch portiert, gute Ergänzung, herzlichen Dank. Pip, ganz wichtig, Pip ist der Python Installer, sozusagen der Successor von Easy Install, funktioniert auch ziemlich schön schon. Django ist eben auch schon fertig an sich, nur die Apps, da muss man ein bisschen aufpassen. Pyramid, CherryPy etc. Wenn man Pakete installiert, die in Linux-Distributionen noch nicht vorhanden sind, sagen wir mal, ist auf Ubuntu 12.04 und es gibt einfach die Matplotlib nicht, dann einfach mit Pip sich das Ganze holen, zum Beispiel sudo pip, je nachdem welche Python-Version man hat, 3.2, Install und Matplotlib und das Ganze wird runtergeladen, kompiliert und das kommt. Werden wir dann im Anschluss auch gleich machen, Entschuldigung, den Einverbrech muss ich ausschalten. Ich habe seit knapp 3 Jahren de facto Schmerzen beim Tippen,
Ich würde jedem empfehlen, wenn die Schmerzen in den Fingern beginnen, gleich einmal aufhören für ein paar Wochen. Ich habe das nicht gemacht und jetzt habe ich seit 3 Jahren, deswegen kommt dieser Break. Gut, dann schauen wir mal weiter. Kurze Antwort ist, welche Version soll ich verwenden? Python 3. Neue Pakete, Python 3. Man soll natürlich kurz recherchieren, ob das, was man braucht, vorhanden ist, aber für die Eiligen, die nicht lange nachdenken wollen, per Default würde ich eher Python 3 sagen. Wenn es nicht geht, gibt es natürlich 2 Alternativen. Die eine ist, ich schreibe Python 2 und schreibe Python 2 so, dass es Python 3 kompatibel ist, damit ich ohne jeden Aufwand rübergehen kann. Wie kann ich das zum Beispiel machen oder enforcen? Genauso wie ich einen Testrun machen kann, damit mein Code nicht bricht, wenn ich ihn erweitere, kann ich im Grunde nach jeder Veränderung von meinem Code das Programm Python konvertiere 2 nach 3 aufrufen. Dieses Programm schreibt, was es tun würde. Und dann kann man den Output anschauen und schauen, wenn es was tun würde, dann habe ich einen Fehler gemacht. Das heißt, ich muss von vornherein so schauen, dass ich Python 2 schreibe, dass Py223 keinen Output hat, dann habe ich gewonnen. Gut, schauen wir uns ein paar Unterschiede an. Differences by example. Ich finde persönlich etwas fad, deswegen habe ich hier einen Link zu einer Referenz. Referenz ist von Mark Pilgrim, das Buch Dive into Python 3, kann ich wärmstens empfehlen, ist auch als Android-App available, das heißt, man kann auch in der Straßenbahn am Handy das Ganze anschauen, das Buch selbst ist gratis, frei im Internet zugänglich, und das ist eine lange Referenz. Da sieht man das Print-Statement, wie hat es vorher ausgeschaut, wie schaut es jetzt aus. Und da steht jeweils sehr schick erklärt, was die Unterschiede sind und wie sie funktionieren. Unicode, Literals, und die Liste ist recht lang. Es ist nur portieren, 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 etc. Was ich das sexy fand, ist, dass alle Modulnamen der Standard Library klein geschrieben sind. Ja. Ja. Bitte? Ja, alle. Ja, also ich sehe, es gab ja diese CPP zum Beispiel, was das Beispiel bei der alten Zeit. Genau, einer von den super Beispielen, von den schönen Seiten in meinen Augen. Warum? Weil C-Pickle und Pickle vereinigt sind in Python 3 von der Funktionalität her. Da gibt es aber andere Beispiele auch. Früher brauchte man teilweise ein Try-Import, was auch immer, Teil der Standard Library, je nach Version. Und wenn es nicht funktioniert, Catch und Import etwas anderes oder Accept und einen anderen Import. In Python 3 fallen viele solche halbüblen Konstrukte aus. So, hier ein paar, wirklich nur ein paar Dinge als Exempel. Also Python 3 hat per Default Unicode Strings. Das heißt, wir haben nicht mehr diese Notation mit dem U vor einem String, um einen Unicode String zu machen. Das mag Python 3 gar nicht. Wenn ich in Python 3 einen String haben möchte, wie in Python 2 war, dann ist das jetzt ein Byte Array und ich brauche ein kleines B davor. Okay? Wo braucht man das? Das ist typischerweise auch dann dort, wo die Fehler passieren. Wenn ich interagiere teilweise mit C-Bibliotheken, teilweise mit dem Betriebssystem, manchmal, wenn ich mir Daten aus dem Internet hole, einfach irgendwo eine Webseite fetche, dann kommt sie einmal als Byte-Array mit einem Encoding daher und muss man es bitte. Aber war nicht Python 3.3 ist ein Issue, dass das Google eingebildet war, dass man den Code explizit angeben kann? Haben Sie vielleicht gemacht, dass die Portierung leichter wird? Python 3.3. Also, mir wäre es auf der einen Seite neu, aber sie haben in Python 3.3 einiges gemacht. Sie haben Dinge rausgeschmissen, ja, aus der Standard Library. Ja. Sie haben Dinge rausgeschmissen, die sie jetzt teilweise wieder aufnehmen, die aber dann syntaktisch quasi egal sind. Wo sie einfach nur sagen, okay, das was früher ein Unicode-String war, hat man mit 2-3 portieren können. Nur dann habe ich Schwierigkeiten, beide Versionen parallel laufen zu lassen. Wenn ich ein Programm entwickeln muss, das einfach von Python 2.5 bis Python 3.4 funktioniert, tue ich mir schwerer. Wenn ich jetzt sage, okay, das U ist okay, lassen wir es einfach da und ignorieren wir es, kein Problem. Danke für den Hinweis. Gut, Python 3 habe ich schon gesagt, das ist weniger forgiving, wenn man zum Beispiel Strings und Byte Arrays kombiniert. Gut, und reguläre Ausdrücke, das ist auch relativ tricky, wenn man einen regulären Ausdruck hat und sucht in einem String und der reguläre Ausdruck aus irgendwelchen Gründen ist ein Byte Array, dann wird der nichts finden, weil man kann mit einem Byte Array in Byte Arrays suchen und man kann mit einem String in einem String suchen. Sonst sind die Ergebnisse immer leer. Gut. Das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum die Portierung immer wieder Kopfweh bereitet. Print, das habe ich als Print, das hat vermutlich eh jeder gehört, das ist jetzt eine Funktion. Das, was früher Print, wenn man auch das Ganze umleiten will nach Standard Error, hat man halt diese zwei Pfeile gehabt und jetzt ist es eine Funktion und man hat hinten ein Argument mit, zu welchem Pfeil Object
man rausdrucken will. Wenn man das Python 2.3 kompatibel machen will, kann man zum Beispiel zu Standard Error Write verwenden. Das ist in Python 2 und Python 3 gleich. Darf natürlich nicht vergessen, das Newliner einzufügen. Gut, X-Range, sauberer Python 2 Code verwendet X-Range. Wo ist der Unterschied zwischen Range und X-Range? Beim Python 2 Range gibt eine Liste zurück, die alles, was da drinnen ist, gleich in den Speicher wirft. X-Range gibt einen Iterator zurück, der sehr, sehr speichersparsam ist. Das alte Range wurde rausgeschmissen in Python 3 und X-Range heißt jetzt Range. Wenn man sowas braucht, wie es früher war, wenn man zum Beispiel einfach in der IPython-Konsole kurz einmal eine Liste erstellen will und anschauen will, wie sie ausschaut, dann kann ich Lists drumherum schreiben, Beispiel folgt gleich, und sieht, wie das Ganze dann ausschauen wird. Exceptions, auch ein kleiner Unterschied in der Syntax. Früher hat man geschrieben except, dann die Liste der Exceptions, die man fangen will, Komma e, jetzt schreibt man se. Oder Exception oder was auch immer man als Variable haben möchte. Gut, schauen wir es uns kurz an für Python 2. Ein bisschen größer. Das sind ganz, ganz kleine Beispiele. Wir haben hier zum Beispiel Range auf der List und wir wollen eine Liste haben, die von 0 bis 10 in Zweierschritten geht. Machen wir einen Schritt und wir haben eine Liste von 0 bis 10 in Zweierschritten. Die ganze Liste ist sofort im Speicher. Ist das verständlich und sichtbar? Wenn ich das Ganze als List Comprehension verwende, hier steht auch Range 10 drinnen. Schauen wir uns das Ganze als List Comprehension an, dass wir da drüber iterieren. Die Liste ist auch komplett im Speicher. Das macht aber die List Comprehension, das ist gleich in Python 3, weil die List Comprehension automatisch eine Liste erstellt durch die Transformation. Hier haben wir die Exception. Ich mache hier eine schicke Division durch 0 und accepte das Ganze mit Python 2 Syntax, E. Das heißt, das Ganze, was wir hier sehen, das läuft jetzt in einem Python 2 Interpreter. Hier die Exception wird gefangen und das Exception-Objekt, das E, zeigt auf eine Integer Division or Modulo by Zero. Und dann haben wir noch einen String, der mit diesem U läuft. Das ist jetzt explizit hier ein Unicode Object. Schauen wir uns das Gleiche für Python 3 an. In Python 3 minimal angepasst, das ist, wie gesagt, nur kleine Beispiele. Hier, ganz gleich wie vorher, erstellen wir ein Range von 0 bis 10 in zweier Schritten. Was ist dieses Range? Dieses Range ist eine Range-Instance, also ein kleiner Iterator, der sehr wenig Speicher braucht. Von 0 bis 10 ist es natürlich egal, wenn ich von 0 bis 300 Milliarden gehe, dann macht es speichermäßig unter Umständen einen Unterschied. Will ich aber eine ganz normale Liste haben, dann packe ich mein Range in die Factory-Function von List hinein, führe das Ganze aus und kriege eine List von 0 bis 8, wie es in Python 2 war. Ist das soweit nachvollziehbar? Das ist auch genau das, was 2 to 3 macht, also das Konvertierungspaket von Python. Wenn irgendwo in Python 2 Range stand, dann macht es List of Range draus. Wenn X-Range stand, macht es Range draus. Gut, ganz ident wie vorher die Zeile, Entschuldigung, schon ein Schritt weiter, ist die List Comprehension. Die ist gleich wie vorher. Hier haben wir keinen List Constructor, weil die List Comprehension, also diese eckigen Klammern hier, automatisch eine Liste erstellen. Also hier brauche ich nicht die Liste zu erzwingen. Iterieren wir über diese 10x drüber und wir kriegen direkt die Liste. Okay? Die Exception ist von der Syntax weitgehend auch wieder gleich. Der Unterschied ist hier, dass man SI hat. Schauen wir es uns auch an. Hier haben wir I und es ist ein Zero Division Error Instance. Und der Text ist jetzt bei Default Unicode, es ist nicht mehr als Unicode Objekt markiert. Schauen wir uns den an, ist einfach a String of Text. Nicht mehr gesondertes Objekt. Das sind ein paar Kleinigkeiten. Ich flippe jetzt noch über ein paar weitere Kleinigkeiten drüber, bevor wir dann zu einem ganz interessanten Teil in der Portierung kommen. Floating Point instead of Floor Division. Hier die obere Shell ist, ich schreibe jetzt auf, Python 2.7.3. Die untere Shell ist Python 3.2.3. Okay? Und ich tippe da jetzt einfach einmal hinein die Division 5 Drittel. Und das funktioniert natürlich schon ganz kurz, wenn man es nicht haben möchte. Ja, passt. So, 5 durch 3. Was ist das Ergebnis? Kann es mir wer sagen? Sie wissen es. 1 mit beiden Konsolen? Nein. Was ist in der unteren Konsole? 1,6. So ist es. Das heißt, per Default haben die meisten Programmiersprachen, inklusive C, C++ etc., wenn ich Integer durch Integer dividiere, eine Integer Floor Division.
Das heißt, ich nehme nur den ganzteiligen Anteil der Division. Das verwirrt Programmieranfänger teilweise sehr und führt zu ganz obskuren Fehlern. In Python. Das ist eine große Streitfrage, gell? Ja. In Python 3. In der Integer. Ja, ich persönlich mag es ganz gerne. Wie macht man es in Python 3? Es gibt einen expliziten Integer Division Operator, zwei Slashes. Wenn man es oben reingibt, dann wird es jetzt ein bisschen sauer enden, wenn man es in beiden gleichzeitig rein. Und hier ist es explizit. Gefällt mir persönlich ganz gut. Weil eben, also ich habe das Glück, auf der KF ein paar Python-Anfänger unterrichten zu dürfen. Und die Division 5 durch 3 ergibt 1, ist meistens eine halbe Stunde Zeitverlust und Diskussion im Unterricht, weil sie nicht intuitiv ist für einen kompletten Anfänger. Und Python soll einfach intuitiv sein. Derjenige, der sich damit auseinandersetzt, macht die zwei Schrägstriche und hat auch keine weiteren Probleme. Oder natürlich. Das ist bei Python 2 gewesen. Oder Float Off und so weiter. Gut, Long Data Type gibt es nicht mehr. Das, was in Python 2 Long Data Type war, ist in Python 3 normales Integer. Das heißt, in Python 2 musste ich schreiben 100 oder 1011 für ein Long. Python 3 hier sagt, ist nicht okay. Python 3 ist automatisch alles Long. Das, was, holen wir uns kurz ein Sys rein, die maximale vom System unterstützte Zahl war, war in Python 2 sys.maxInt. Hier kommt was raus, unten mag es nicht mehr. Jetzt haben sie es genannt sys.maxSize. Warum die Änderung sein musste, kann ich nicht sagen. Macht es eher wertfrei. Gut. So, Relative Imports, die können, danke, die können recht catchy sein. Die Relative Imports, mittlerweile ist alles bei Default absolut. Das heißt, er holt sich von absoluten Pfaden. Wenn ich etwas aus dem aktuellen Paket haben will, dann muss ich from.import oder from package name import schreiben. Wenn ich nur import submodule schreibe, dann kann es mir gut passieren, dass ich nicht das bekomme, was ich will, nach einem Switch zu Python 3. Non-zero self zu bool self, wo wir eine Reihe haben, gefällt mir ganz gut. Das ist eine schöne Neuerung. Man kennt von anderen Sprachen, vielleicht, wenn man eine Funktion hat, die einem ein Objekt geben soll. Zum Beispiel, ein Object ist irgendeine Funktion, die es berechnet. Get Object mit ein paar Parametern. Und so wie es zum Beispiel in JavaScript üblich ist, kann es passieren, dass es kein Objekt gibt. Was passiert? Man kriegt None zurück. Also möchte ich testen, ob dieses Objekt existiert. If an Object. Bam! Und da passiert meistens dann schon was ganz was Übles. Normalerweise ein Crasher. Sobald ich Lamb definiert habe dafür, passieren unter Umständen unexpected things. Wenn ich einfach haben will, dass das Ding wahr ist, gibt es mittlerweile eine neue Funktion. Diese Funktion heißt dev underscore underscore bool underscore underscore of self. Und wenn dieses bool einfach nur true zurückgibt, dann haben wir das Verhalten. Ohne Schwierigkeiten. Gab es natürlich vorher auch, nur vorher hat das Ganze non-zero geheißen. Und non-zero ist vom Intuitivitätswert her nicht ganz so gut. Gut. So, gehen wir damit durch. Reduce ist verschoben worden in functools.reduce. Gut, sollte man einfach mal gehört haben. ArcParse ist in meinen Augen eine ganz schicke Möglichkeit, Kommandozeilen Argumente zu parsen. Gibt's, aber das gibt's auch in 2.7, ne? Gibt es in Python 3.2 erst. In Python 2.7 gibt es OptParse. Und OptParse wird nicht mehr weiterentwickelt und ist eigentlich superseded bei ArcParse. Gut. Iterator, früher hatten Iteratoren eine .next, gibt es nicht mehr, jetzt muss man next auf Iterator schreiben. Gut. Auch nicht so tragisch. Was recht bemerkenswert ist bei 2.2.3, es portiert keine Shebangs. Ein Problem, das man immer wieder hat, es portiert ziemlich alles, aber die Shebangs bleiben auf Python 2. Gut, das war jetzt nur eine kleine Auswahl an Dingen. Das ist natürlich viel mehr, das ich nehme. Bitte. Und nur dann, ich denke, das ist gut, noch Raw Input ist weg. Raw Input ist weg, bin ich dankbar. Raw Input ist jetzt Input. Was früher Input war, war eigentlich ziemlich verwirrend. Mittlerweile, wenn ich einfach Input von der Tastatur haben will,
Dann schreibe ich Input, Klammer auf und bekomme das Ganze. Früher musste ich Raw Input schreiben und hat sich gedacht, why? Gut, Case Study. Zuerst einmal die Schritte vom Portieren. Die sind immer im Wesentlichen gleich. Prerequisites, was brauche ich, bevor ich portiere? Nummer 1, Tests. Ich muss sagen, ich habe ein paar Jahre als Software-Tester gearbeitet und für mich sind Tests einfach ganz, ganz wichtig, aber wird auch, glaube ich, ziemlich jeder andere sagen. Habe ich viele Tests, die möglichst comprehensive alle Pfade durchlaufen, habe ich beim Portieren ziemlich wenig Probleme. Nummer 2, vor Portieren vielleicht schon schauen, gibt es die Libraries, die ich brauche, damit ich nicht einen halben Tag Arbeit reinstecke und dann komme ich am Ende drauf, die ganz zentrale Library, die ich brauche, gibt es noch nicht. Man hat natürlich nicht immer die Möglichkeit, dass man sie sich selbst portiert, wenn sie Open Source ist. Und pip3 ist natürlich ein Freund, weil der holt uns dann die aktuellen Versionen. Und NoseTest3 ist der Testrunner, der dann Python 3 automatisch verwendet. Gut, das ist jetzt sozusagen die textuelle Version von einem kleinen Flowchart. So, Nummer 1, vorm Portieren testen. Weil wenn ich erst portieren beginne, dann fehlen ein paar Tests, dann könnte das an was anderem liegen. Also erst schauen, ob alle Tests funktionieren. Nächster Schritt, den Current State in ein Version Control System rein, bevor ich portiere. Dann mache ich mal sicher nichts mehr kaputt. Nächster Schritt, wir führen 2-3 aus. 2-3 ist das Portierungstool, minus W ist die Option für Writeback, das heißt, macht die Änderungen direkt in den Dateien. Schreibt auf die Kommandozeile raus, was es ändert, und man sieht dann relativ schön, was sich eben getan hat. Man kann ein ganzes Directory geben oder Punkt fürs aktuelle Directory, dann wird einfach einmal ein ganzes Paket portiert. Gut. Shebangs werden nicht adjusted. Wenn man will, dann kann man auch -f idioms danach laufen. Es gibt ein paar Dinge, die nicht mit adjusted werden. Python hatte mit der PEP 8 einen starken Style Guide und mit idioms zum Beispiel werden ein paar Dinge von nicht so schön auf schöner portiert, die aber funktional gleich sind. Das ist nicht per Default an, weil natürlich bei Style streiten die Leute gerne. So, dann kommt das manuelle Porting Loop. Man lässt die Tests laufen. Unter nahezu Garantie funktioniert das einmal nicht am Anfang. Also fix Failures und dann iteriert man. Immer wieder Tests laufen, fix etc. Wenn alle funktionieren, passt. Bin ich fertig? Natürlich nicht, weil Unit-Tests sind geil, aber wenn es dann am User gibt, das Programm, der User wird fast garantiert was finden, wo es dann wieder abstürzt. Also einfach einmal ein bisschen ausprobieren, das ganze System-Tests laufen lassen. Wenn man neue Failures findet, die Unit-Testable sind, Unit-Tests schreiben, fixen und weiter iterieren. Und dann, wenn es funktioniert, Committing. So, jetzt sind manche Leute visuell, deswegen habe ich mich hingesetzt und mit Inkscape gequält. Das ist das ganze Loop. Das heißt, wir starten von einem funktionierenden Commit, laufen 2-3, lassen die Tests laufen und iterieren einmal, bis alle Tests gehen. Dann testen wir das ganze System und iterieren wieder, bis alles funktioniert und dann committen wir und sind fertig. Ehrlich. Hört sich jetzt arg an, Comprehensive Example. Hier ist der Link zu einem Comprehensive Example, weil das ich habe, ist widersprüchlich nicht Open Source. Warum? Es ist ein Programm, das die Welt nicht braucht und ich will nicht schirchen Code noch hinauswerfen. Ich habe mittlerweile eine C++-Version davon, die ist Open Source und das ist nur meine Spielwiese, die wirklich alles mögliche irgendwie auch beinhaltet. Gleiche Buch, Mark Pilgrim, Dive into Python 3. Gratis online und er zeigt, wie er die Library Sharded portiert. Mit allem drumherum kann man sich dann in Ruhe anschauen. Wir gehen zu unserem eigenen Comprehensive Example. Das ist eine kleine Bibliothek, mit der ich Dinge ausprobiere, die ich auf der Uni brauche, um optimale Routen für Trucks zu finden. Ich lasse das Ganze mal kurz laufen, zum Schauen, ob es einmal an sich läuft. Es läuft vorher und ich lasse Nose-Tests laufen und hoffe, dass die jetzt auch funktionieren. 55 Tests run. Okay, Ausgangspunkt ist gut. Dann sollte man einen Check-in haben. Auch den habe ich jetzt schon gemacht. Da steht ein Tag State before porting to Python 3. Gut. Jetzt haben wir den nächsten Schritt gehabt. Ich wechsle zurück. Danke. Run 2-3 mit den Argumenten minus W und DNA. 2-3 minus writeback directory. So, jetzt schreibt es da ganz schön viel raus. Das sind die Dinge, die es getan hat. Das ist dieses lange Diff und wenn ich sauber schreibe, dass der Code für Python 2 und Python 3 gleichzeitig geht, dann sollte hier kein Diff rauskommen. Und ich mache natürlich nicht ein Writeback, sondern ich sage ein, zeig nur das Diff in Argumenten. Und unten steht auch, er hat einige Dinge überhaupt nicht angegriffen, das sind die Tests. Die Tests waren vorher schon Python 2 und Python 3 fähig. Das sind die Dinge, die er dann geändert hat. So, was ist der nächste Schritt, kann man das schwer sagen? Nächster Schritt? Tests laufen lassen.
Was muss ich laufen lassen? Nose-Tests, Vorsicht, Nose-Tests, lass die Tests in Python 2 laufen. Ich brauche Nose-Tests 3. Und 4 Errors. Oh, das haben wir da. Import error node.so, das ist natürlich ein C dabei, damit es nicht ein Trivialbeispiel wird. Undefined Symbol py0struct. Oh, da sind wir jetzt nicht ganz glücklich. Gut, machen wir doch vielleicht eine Runde Cython und versuchen das Ganze zu kompilieren neu mit Setup Tools. So, kompilieren wir das und schauen wir, was draus wird. So, und Nose Tests. 4 Failures. Blöd. Dann ist der Teil, wo man recherchiert, was sind da für Failures. Und man kommt vielleicht drauf, dass die Version von Cython, die ich auf dem System habe, noch nicht Python 3 unterstützt. Also brauche ich pip. Kann man nichts machen. Sudo pip install Cython. Das ist der Teil, wo ich mir jetzt zurücklege und einmal 10 Minuten warte. Ich werde versuchen, jetzt etwas Spannendes zu erklären. Die Installation von Cython ist nicht super schnell, wenn man einiges kompilieren muss. Und das kleine Teil hier ist auch nicht mehr der allerschnellste Rechner. Aber das Fetchen von Paketen ist jetzt nicht irgendwie aus der Welt schwierig. Auch wenn sie nicht im Paketmanager sind, mit pip kriege ich die Python 3 Version von den Paketen. Wichtig ist wieder, man muss halt schauen, pip 3.2, falls es eine Python 2 Version oder Python 3 Version gibt, die gesondert vorhanden sind. So, jetzt hat er das Ganze mal runtergeladen. Und jetzt ist der Teil, wo er recht übel kompiliert. Ich werde jetzt gleich mit den Folien weitergehen und dann wieder zurückschauen mit dem Portieren. Okay? Gut. Was kommt bei den Folien noch? Bei den Folien kommt jetzt schon vorweg die Conclusion. Use Python 3 whenever possible. Wenn es möglich ist, einfach Python 3. Es gibt übrigens auch eben den umgekehrten Weg. Ich kann mit Python 3 beginnen und nachträglich sagt ein Kunde, aber ich brauche Python 2. Es gibt auch ein Portierungsskript Python 3:2. 3:2, dass das auch automatisch macht, genauso wie es 2:3 gibt. Und es ist zwar weniger getestet, dass weniger oft verwendet wird, aber Python 3:2 hat weniger Probleme im Regelfall, weil Python 3 weniger Corner Cases und Dark Edges hat. Das heißt, 3:2 funktioniert auch recht gut. Wenn ich allerdings stark und viel neue Features verwende, werde ich natürlich irgendwo dann Schwierigkeiten haben beim Rückwärtsportieren. So, der kompiliert noch. Das nächste ist, portieren, das ist jetzt von mir eine kleine Library, die ein paar tausend Zeilen vielleicht Code hat. Aber portieren ist anstrengend, das geht nicht in 2 Minuten im Regelfall. Gut, Nummer 3. Das Hauptproblem, werden wir auch gleich noch sehen, ist der Unterschied zwischen Strings und Byte Arrays. Da erwischt einen immer und immer und immer wieder. So, was sollte man machen, wenn man portiert? Immer Versionskontrolle vorher verwenden und Unit Tests are essential. Unit Tests, Unit Tests, Unit Tests. Don't port anything without Unit Tests. Und für die, die das Pattern noch nicht ganz verinnerlicht haben, Unit Tests, really. Gut. So, jetzt müssen wir da ein bisschen leider auf den Compiler warten. Ich habe mir gedacht, wenn ich den Laptop vorher komplett herrichte, dass alles funktioniert und das ist öko, dann schaut es so aus, als wäre portieren komplett fehlerfrei. Ich bin da gestern irgendwie 2,5 Stunden am Nachmittag gesessen, mindestens beim ersten Portiervorgang. Der zweite ging dann in 10 Minuten. Ist halt etwas unfair. So, schauen wir, dass ich das fertig kompiliert mache. Bitte, Talse. Im Workflow könnte man vielleicht noch anmerken, dass man die Updates von fremden Errors vielleicht auch irgendwo mitspeichern bzw. notieren soll, weil es portiert hat und dann ausliefert und der Kunde hat die Errors nicht und gar nicht gewonnen. Natürlich, da musst du mit virtualenv schauen. Etc. Stimmt genau, danke Dalse. Eben, wenn man das Environment kontrolliert, ist man in einer ganz anderen Welt, wie wenn man jemandem was liefern muss und der sagt, aber ich verwende sowas nicht. Na schau, wie schön, Cython ist fertig. Zeitplan hat fast funktioniert. Danke. Gut, und kompilieren wir das Ganze noch einmal und schauen wir, wie es jetzt ausschaut. So, jetzt kommt dann der spannendere Teil. Lass mal Nose-Tests laufen. 4 Errors. Cython --version. Schauen wir mal, was wir haben. Die Cython-Version sollte okay sein. Das hat man davon. Ich werde jetzt was Freches machen und gehe in eine andere Maschine rein, wo die richtige Cython-Version bei der Installation funktioniert hat. So.
Plus B2B1S. Das ist jetzt natürlich etwas ungeschickt, weil hier sind, glaube ich, die Sachen schon unter Umständen schon fertig, aber schauen wir mal kurz. So, da haben wir gesagt 2 to 3. Das ist jetzt natürlich ups, minus W Punkt. Gut. Python. Ups, Sternpunkt. Pyt. Up. Setup. Like this. Sudo Python 3 Setup Install. Da bin ich überhaupt falsch, vielleicht einen falschen Befehl. Entschuldigung. Ups. Es muss sein, wenn man live programmiert. Aber ich habe mir gedacht, wenn es nicht live ist, dann ist es eigentlich eh überhaupt nicht lustig. So, schauen wir mal kurz raus auf mein aktuelles Gerät. Ja, na, ja, das passt eigentlich. So, versuchen wir es nochmal kurz. So, schauen wir, ob wir es jetzt hinkriegen, sonst muss ich wirklich auf die andere gehen. So, da. Sind wir gespannt. Wie gesagt, portieren ist nicht immer ganz lustig. So, wo haben wir Nose-Tests? Nein, hilft nichts. Bleiben wir bei der Maschine. So, oder? Gut. Dann haben wir Nose-Tests. Falsches Nose-Test, wichtiges Nose-Test. Ach Gott, da funktioniert schon wieder alles. Das ist so peinlich. Das ist nämlich, das ist jetzt die Maschine, auf der ich gestern das Ganze natürlich 7-mal ausprobiert habe oder so. Nein, nicht 7-mal, 2-3-mal habe ich es gemacht. Also eigentlich sollten jetzt 51 Testfehlers kommen. Ich erzähle es halt einfach aus der Theorie, es hilft mir leider nichts jetzt. Die alte Version auschecken kann ich natürlich. Ich muss einmal überhaupt schauen, wo wir da gerade sind. So. Ups. CO. Welche Version wollen wir schon mal kurz? HG-Log. Es wird halt mit der Zeit etwas knapp. So, minus R 258. HG-CO minus R 258. So, und dann tun wir ein so, 2-3. So, dann tun wir ein Cython. Dann tun wir ein Setup. Schauen wir mal, ob jetzt die Failures kommen. Also es sollten 51 Failures kommen, die an zwei kleinen Byte Array Conversions scheitern. Nose Tests 3. Ah, zu gemein. Okay, hilft jetzt insofern leider wenig. Theoretisch kommen dann ganz viele Failures, nicht schrecken in so einem Fall. Es sind typischerweise wenig Probleme, die man dann de facto wirklich hat. Was müsste man machen für so einen Fall? Man schaut einfach an, was steht in einem Test drinnen an Failure und bessert das Ganze aus. Dann lassen wir es wieder laufen, bessert aus, etc. Schauen wir mal, ob das andere jetzt auch schon geht. So, CLI. Hat das. Und CLI. Data. Schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert auch. 25. Ah, na immer, hin. Wenigstens einen Fehler haben wir übrig. Die Tests funktionieren, aber hier haben wir ein Problem. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Das klassische Problem, dass der Test selber nicht bekommt, die Shebangs werden nicht erwischt. Schauen wir uns das Ganze an. Machen wir hier in einen Shebang Python 3 und lassen es jetzt laufen. Jetzt funktioniert es. Schauen wir uns das Ganze an mit irgendeiner Option, die vielleicht komplizierter ist. Plot Problem. Und er crasht wieder. Oh, hey, da haben wir auch noch Probleme übrig. Zumindest wenn schon die Unit-Tests nicht liefern, das Ausprobieren für den User bringt was. Can't convert bytes object to string implicitly. Wo haben wir das Ganze? Also zumindest einmal haben wir es. Bei PLT Safe Figure. Schauen wir uns das Ganze an. Es ist in Zeile 70 vom Painter. Kate Painter. Also jetzt bin ich natürlich auf der falschen Maschine. Chat Painter. Zeile 70. So, wurscht. So, wenigstens Zeilennummern, jawohl. So.
Okay? Da haben wir das Problem Name, bei dem weiß ich seit gestern schon, dass Problem Name ein Byte Array ist, das von der C-Library übergeben wird. Hier braucht man dann, je nachdem, Encode oder Decode. Wir wollen das Ganze decoden und es war mal UTF-8. Schauen wir uns an, ob das reicht. Das sind so die typischen Portierungsschritte, führen wir es jetzt aus und hurra, es funktioniert das Ganze. Typischerweise hat man halt einfach sehr viele von diesen Schritten, wo man hier ein Byte Array hat, da ein Byte Array hat. Dann hat man unter Umständen noch ein paar andere kleine Probleme. Also irgendwas muss in der Versionskontrolle versehentlich vermutlich mit eingecheckt haben von meinen Portierungsänderungen, weil Python 2.3 nicht die PYX-Dateien mit erwischt. Da muss man ein bisschen was machen. Aber eben, solange man Tests hat, es ist zwar anstrengend, aber man ist typischerweise in wenigen Stunden für kleine Libraries fertig. Große Libraries, je nachdem wie systemnah sie sind, welche Dinge sie nutzen, verwenden, wird schwieriger. So, jetzt ganz wichtig, natürlich Further Reading kann jeder dann für sich machen, ist auch im Handout drinnen. Präsentation ist auch online auf meiner Webseite. findsanta.eu, find-santa und dort dann unter Presentations. Ganz wichtig ist das Feedback, sagen die Organisatoren, bitte, es gibt auf PentaPath ein Feedback zur Präsentation, ihr könnt es gerne reinschreiben, aber die Portierung ist zu gut gegangen, es sind zu wenig Fehler aufgetreten, tut mir leid, ich wollte es extra nicht auf dem Gerät vorher ausprobieren, damit es live und spannend wird. Und jetzt ist es besser gegangen, als es hätte sein sollen. Für Fragen stehe ich gerne noch zur Verfügung. Und dann ansonsten danke für die Aufmerksamkeit.